Die Neuromyelitis optica Spektrum Erkrankung ist schon eine alte Erkrankung und 1894 sind so die ersten Beschreiber. Warum das jetzt hier vorwärts geht, weiß ich nicht. Sind die ersten Beschreibungen der Erkrankungen. Das war ein Herr Dewitsch, auch als Dewitsch-Erkrankung manchmal bekannt, und sein Adlatus, sage ich mal, ganz schelmisch, ein Herr Gohl. Die haben diese Erkrankung zum Teil ja klinisch beschrieben, weil überwiegend das Sehen und das Rückenmark betroffen war, hat diese Erkrankung schon 1894 die Erkrankung Neuromyelitis optica hier in französischer Sprache bekommen. Man hatte dann gedacht, es handelt sich um eine monophasische Erkrankung. Und Ende der 90er kamen schon so erste Zweifel, dass es sich bei dieser Erkrankung, so wie man das auch üblicherweise gedacht hat, dass es sich um einen Teil der multiplen Sklerose handelt. In China oder in Japan gab es sehr viele Patienten, die eine betont Sehen- und Rückenmarkssymptome hatten. Und das Ganze hatte man als optikospinale MS dort bezeichnet. Und 99 waren so die ersten Abschilferungsversuche, und auch das Gefühl schon, es handelt sich um eine eigene Krankheitsentität. 2002 musste es dann sein, als dann doch pathologische ja, Beweise geliefert worden sind. Es fiel schon auf in der Pathologie, dass wenn man sich, ich werde jetzt nicht auf diese histologischen Bilder eingehen, aber für Sie wichtig ist, das ist eine Erkrankung, die sich scheinbar sehr stark im Gefäßbereich, und zwar außerhalb des Herr Gefäßes. Professor Pohl, Entschuldigung, dass ich Ihnen so ins Wort falle. Wir sehen Ihren Vollbildmodus nicht. Also Sie müssten das noch einmal in den Präsentationsmodus klicken. Entschuldigen Sie bitte, das Dann geht das dann. jetzt. Super, genau. Jetzt können Sie es Danke. sehen, ne? Ja, Bitte noch immer zum. nicht. Können Sie noch mal drauf gehen? Er hat Oh. es noch nicht aktiviert. Arbeiten Sie mit zwei Bildschirmen? Nein, gar nicht. Okay. Vielleicht können wir das ja so machen. Blende es aus, beziehungsweise wie komme ich hier raus? Möchten Sie es nochmal neu starten? Ja, Dann nicht mehr versuchen Sie es teilen. nochmal. Und ich gehe einfach noch einmal auf die erste Seite und da gibt es so einen kleinen Trick, indem man den Vollbildmodus anlässt, dann noch einmal Bildschirm freigeben, Fenster und teilen. Dürfte jetzt funktioniert haben, oder? Ja, sehr gut. Dankeschön. So, da waren wir stehen geblieben. Es scheint eine Erkrankung zu sein, die sich vorwiegend um die Gefäße, also in diesem hauchdünnen Raum zwischen Gefäßwand und Gewebe sich abspielt. Und dort hat man nicht nur Fresszellen, sondern auch Antikörper und Komplementablagerungen nachgewiesen. Komplement, das müssen Sie wissen, es handelt sich um ganz kleine Moleküle, die vor allem durch bestimmte Signale aktiviert werden. Wenn zum Beispiel so ein Antikörper an eine Bakterie oder an ein Virus bindet, dann gibt es vielleicht kennen einige von Ihnen den Film Matrix. Da gibt es ja immer auch diese Sucher, die da rumschwirren. Und so etwas Ähnliches gibt es auch im Komplementsystem. Diese Sucher finden sozusagen die Antikörper und dann werden weitere Schritte im Komplementsystem aktiviert, bis dann bestimmte zentrale Komplementfaktoren hergestellt werden. Ich gehe gleich darauf ein, wie das so ungefähr funktioniert. Und ein Komplement ist schon ein Indiz dafür, dass etwas durch Antikörper vermittelt wird.
Diese Komplementfaktoren als auch die Antikörper führen dazu, dass um die Gefäße herum so eine kleine gläserne Schicht sich bildet. Und was auch sehr ungewöhnlich ist, und das kennen wir von der MS-Erkrankung sind nicht, eine ganz andere Form einer weißen Blutzelle, die wir als Granulozyten bezeichnen, die deutlich größer sind als die T- und die B-Zellen, von denen es sogenannte Neutrophile oder Eosinophile gibt. Und in dem Falle sind es eosinophile Granulozyten. Hier so eine kleine Überstellung zwischen MS-Patienten und Neuromyelitis optica-Patienten. Hier sehen Sie, dass diese Granulozyten kaum bei der MS vorkommen und Komplement schon ein bisschen, aber nicht so deutlich wie bei der Neuromyelitis optica, und Antikörper sind auch deutlich mehr bei der Neuromyelitis optica Erkrankung zu finden. Und man sieht, dass diese gläsernen oder diese Gefäße mit dieser gläsernen Umhüllung deutlich oder ausschließlich bei der Neuromyelitis optica Spektrumerkrankung auftreten. 2004 hat eine Frau Wanda Lennon entdeckt. Ja, diese Patienten haben einen spezifischen Antikörper, und die Antikörper, die unterteilen wir in IgG, IgA, IgM, und es handelt sich um ein IgG. Und die Patienten, die sagen wir mal, Neuromyelitis optica im klassischen Sinne haben, bei denen hat man das zu 73% gefunden. Und Sie erinnern sich noch, ich sprach ja von der optikospinalen MS, was ja in Asien sehr häufig auftritt, da immerhin mehr als die Hälfte der Patienten, die über dieses spezifische IgG verfügen. 2005 entdeckte man, dass dieses spezifische IgG doch an eine ganz bestimmte Stelle bindet. Und zwar besitzt unser Körper Wasserporen, die diverse Nummern haben. Und dieser Antikörper richtet sich gegen das Aquaporin 4, gegen den Aquaporin 4 Wasserkanal oder Wasserpore. Und das war schon ein sehr sensationeller Befund, und das erklärt auch sehr vieles. Und 2007 hat man noch entdeckt, okay, dieser Antikörper, das ist ein IgG1-Antikörper. Warum ist das wichtig, ob das eine 1 oder eine 4 ist? Weil je höher die Zahl, umso weniger Einfluss auf das Komplementsystem. Und IgG1 ist wirklich ein Antikörper, der ganz schön Komplement aktiviert, also diese kleinen löslichen Immunmoleküle, und das erklärt auch, wenn dieser Antikörper bindet, dass da auch so viel Komplementfaktoren sich rumtümmeln. Nun gibt es aber diesen Aquaporin-4-Kanal auch an ganz vielen anderen Stellen. Sie erinnern sich, Auge und Rückenmark ist betroffen, aber Aquaporin 4 gibt es in der Niere. Die gibt es zum Beispiel auch in Drüsen woanders. Im Hirn gibt es das, und das ist etwas, was sozusagen auch im Bereich der Nerven produzierenden Ventrikel etc. produziert wird. Und nun verstehe ich jetzt auch auf Anhieb nicht, warum ist die Niere bei diesen Patienten nie kaputt? Warum sind die Drüsen denn nie befallen? Warum ist das Ganze wirklich so reduziert auf den Sehnerv und auf das Rückenmark? Das Ganze hängt von der Geometrie ab. Das habe ich in der Schule nie geglaubt, aber Geometrie spielt doch eine Rolle. Und zwar gibt oder muss eine bestimmte Siedlung oder so eine gewisse Organisation dieser Wasserporen vorliegen, so dass, wenn die Antikörper dran pappen, auch der Sucher, ne, erinnern Sie sich, Matrix, der Sucher von dem Komplementsystem, dass der auch eine optimale Bindung hat. Ist das aber nicht so eine Organisation und die Moleküle sind weit weg zueinander, dann können die Antikörper nicht richtig andocken oder sind zu weit weg, und der Sucher, der
packt da nicht richtig an und dann kann auch das Komplementsystem nicht aktiviert werden, weswegen zum Beispiel Niere, die Drüsen etc. und einige andere Organe nicht von diesem Antikörper angegriffen werden. Nun, eine bestimmte Zellart hat halt eben sehr viele solcher Wasserporen und das sind die Astrozyten, auch als Ammenzellen des Gehirns bekannt. Bei der multiplen Sklerose haben sie hier einen Nerv und um den Nerv herum gibt es sogenannte Oligodendrozyten. Das sind diese Hüllschichten oder Zellen, die diese Hüllschicht bilden. Also der Angriff findet nicht auf diese Zellen statt, wie bei der multiplen Sklerose, sondern auf diese Ammenzellen. Und diese Ammenzellen, Sie erinnern sich, ich habe ja gesagt, hier ist das Gefäß und um das Gefäß herum gibt es wirklich so einen ganz kleinen Spalt, den nennt man Perivaskulärraum. Und hier tümmelt sich im Prinzip die Entzündung. Und der Grund, warum sich dort die Entzündung tümmelt, ist, weil an den Füßen der Ammenzellen diese Wasserporen sich in Hülle und Fülle befinden. Und hier dockt der Antikörper dran und sorgt dafür, dass auch hier eine Zerstörung von Astrozyten und letztendlich auch der Blut-Hirn-Schranke. Irgendwann mal kommt es nicht nur dazu, dass die Astrozyten, sondern auch weiter hinten liegende Strukturen, also Nervenzellen, aber auch Hüllzellen, also diese Oligodendrozyten, mitsterben. Aber das ist eher sekundär. Der primäre Angriff geht auf die Füße der Ammenzellen. So, jetzt haben wir ja Ihnen ein bisschen erklärt. 2004 ist das alles entdeckt worden. Bis 2007 hat es gedauert. 2006 hat man schon die Kriterien für die Erkrankung überarbeitet. Und 2007 hat man zum ersten Mal einen Begriff eingeführt. Man nannte das nicht mehr Neuromyelitis optica spectrum, sondern Neuromyelitis optica, sondern man nannte es Neuromyelitis optica Spektrumerkrankung. Also dieses Spektrum ist neu gekommen. Warum Spektrum? Weil einige Patienten, die nicht das klassische Vollbild haben, also wo der Sehnerv gar nicht betroffen ist, aber die rezidivierend, also wiederkehrende Entzündung des Rückenmarks haben oder Rückenmark ausgespart, wiederkehrende Entzündung des Sehnerves haben, Sonderformen darstellen und auch bei diesen Patienten solche Antikörper nachgewiesen werden können. Also der Begriff musste erweitert werden, um diese Sonderformen auch mit zu erfassen. Und die 2015er Kriterien haben auch nochmal dazu geführt, dass man Patienten, die keine Antikörper haben, auch nochmal in diese Diagnosekriterien aufgenommen hat, wenn sozusagen das klinische Muster so eindeutig ist, dann auch die Diagnose zu stellen. Nun, um die Erkrankung zu verstehen, muss man auch manchmal die Patienten verstehen. Das hier ist eine Geschichte, die ich Ihnen erzählen muss, weil sie auch sozusagen mit mir etwas zu tun hat, weil die Patientin auch mich angesteuert hat. Es ist ein Kölner Mann, der in Laos sich befand und sich in eine Laotin verliebt hat, damals 36 und er um 5 Jahre älter etwa. Und die beiden wollten heiraten. Und sie kam im November 2019 nach Deutschland und am 7.12.2019 konnte sie ihre Arme und Beine nicht bewegen, hatte Schwierigkeiten, Luft zu holen und musste, weil sie doch zunehmend luftnötiger wurde, intubiert werden. Und weil die Intubation auch eine langfristige Angelegenheit, also die Beatmung eine langfristige Angelegenheit bei ihr wird, hat man dann nochmal im Halsbereich etwas platziert, um letztendlich auch quasi den
Mund-Rachenraum zu schützen. Das nennt man Tracheotomie und hat sie dann über eine Tracheotomie, also über ein Loch im Halsbereich, beatmet. Man hat die Patientin punktiert, hochentzündlich mit 67 Zellen, Norm ist bis 4. Und dann tauchen halt hier Banden auf als Zeichen einer Entzündung. Und dann hat man sie mehrfach punktiert und Sie sehen, das Ganze wird immer weniger und normalisiert sich fast. Und hier erleben Sie schon mal einen großen Unterschied zur multiplen Sklerose. Bei der multiplen Sklerose gibt es eine Persistenz dieses Befunds. Das heißt, auch wenn Sie ein 100-mal punktieren, können Sie diese oligoklonalen Banden als Typ 2 oder Typ 3 immer nachweisen. Und hier scheint das nicht der Fall zu sein. Und wenn man sich die Bilder anguckt vom Rückenmark, das beginnt ja schon im Hirnstamm und zieht sich nach unten, weiter nach unten. Hier sind es nochmal große Stellen über mehrere Wirbelkörperhöhen, also ein schwerwiegender Befund. Und man hat dann, weil es halt eben so langstreckig ist und fast das gesamte Rückenmark erfasst, also in seinem Querschnitt, hat man dann diese Anti-Aquaporin-4-Antikörper bestimmt und die waren deutlich mit 1 zu 320 erhöht. Man hat die Patientin auf der Intensivstation eine relativ lange Zeit aufbewahrt und sie dort beatmet. Und dann hat man sie dann langsam von der Beatmung entwöhnt, sodass sie dann spontan atmend war auf der Station. Und während sie noch auf der Station war, hat man sie mit Cortisonstoß behandelt und letztendlich auf ein orales Steroid, also Cortison in Tablettenform, und ein Immunsuppressivum namens Azathioprin 2x50 Milligramm täglich eingestellt. Das ist natürlich etwas ungewöhnlich. Man hätte jetzt eine größere oder eine etwas effektivere Therapie erwartet. Aber die Lautin hatte eine Reiseversicherung, die halt viele Therapien nicht gedeckt hat. So war eine Reha zum Beispiel gar nicht möglich. Eine Blutwäsche, die man hätte sofort einleiten müssen, war gar nicht möglich. Auch eine Therapie, die gegen B-Zellen gerichtet ist, oder Eculizumab, ich komme später zu diesen Therapien, waren aufgrund des Versicherungsstatus leider nicht möglich. Man hat dann halt diese Therapie, die ich Ihnen zuletzt erwähnt habe, fortgesetzt. Unter dem Azathioprin kam es aber zu einer Leberreaktion, zu einem deutlichen Anstieg der Leberwerte, weswegen das beendet wurde. Dann musste das Steroid fortgesetzt werden, worunter sie einen Diabetes entwickelt hat. Es gab aber keine Alternative, dass man die Tabletten fortgesetzt hat. Also eine sehr unzufriedenstellende Therapie. Und hier sehen Sie, wie die Datenlage zu Cortison in Tablettenform ist. Das sind alles retrospektive Studien oder ein Fallbericht. Und mit so wenigen Patienten, also die Behandlung, die da durchgeführt wird, ist wirklich auf dünnem Eis gebaut. Und davon wird die Patientin mit Sicherheit nicht profitieren. Das Ganze hat leider katastrophal geendet. Die Patientin ist auf einen Rollstuhl angewiesen geblieben. Die Beine sind natürlich stärker betroffen, die Arme sind aber auch. Er hat Schluckstörungen, ist ständig müde, schläft 2 bis 3 Mal während des Tages ein. Und das, was auch bei dieser Erkrankung sehr charakteristisch ist und anders als auch bei der MS, sind Schmerzen. Also sie ist schon schmerzgeplagt. Das sind neuropathische Schmerzen, aber auch kombiniert mit spastik-assoziierten Schmerzen, weswegen auch die Patientin nicht längere Zeit sitzen kann. Nun, wenn Sie einmal sich diese Zeitlinie angucken. Was haben wir denn eigentlich für Therapieformen für diese Erkrankung gehabt? Also vieles ist ausprobiert worden. Keines dieser Therapien ist zugelassen. Es waren immer wieder mal individuelle Heilversuche, kleinere Beobachtungsstudien. Und das, was sich am meisten bewährt hat, war das Azathioprin und eine B-Zelltherapie. Und die B-Zelltherapie war sozusagen irgendwann mal, man sagt Mainstay of Treatment, also die Hauptempfehlung in der Therapie. Und es gab dann auch mal ganz neue Substanzen, die sich dann nach 2013 im Verlauf dann doch noch an Gewicht gewonnen haben, wie das Tocilizumab. Also diese drei sind es, die nochmal
an Bedeutung hinterher gewonnen haben. Azathioprin allerdings hat irgendwann mal deutlich an Bedeutung verloren. Mittlerweile, und zwar seit 2019, ist, man kann sagen, wie aus dem Nichts eine Therapie entstanden oder auch, zugelassen worden, die für andere Erkrankungen schon benutzt wird. Das Medikament nennt sich Eculizumab, am 26.08.2019 auf den Markt gekommen. Und ich hatte ihn ja erwähnt, dass die Erkrankung Antikörper vermittelt, und zwar gegen diese Wasserpore stattfindet. Dieses Suchermolekül setzt dran und dann werden einige Komplementfaktoren aktiviert. Das Vollbild ist so kompliziert, dass ich es Ihnen wirklich so erstmal darstellen mag. Und eines der Schlüsselkomplementfaktoren ist C3, also Komplementfaktor 3. Und wenn der genug Reiz bekommt, dann schwappt der Reiz auf den Komplementfaktor 5 an. Und wenn der einmal aktiviert wird, dann kann es zu einer Entzündungsreaktion, gleichzeitig aber zur Bildung des Membranattackkomplexes kommen. Der Membranattackkomplex, das sind auf der Zelloberfläche oder auf der Bakterienoberfläche so kleine Huckel, die sich da bilden. Das sind einzelne Komplementfaktoren, die nichts anderes machen als ein Loch in die Wand. Und damit wird die Zelle, die Bakterie bzw. der Erreger zerstört. Und das findet im Prinzip auch mit den Astrozyten, also mit den Ammenzellen statt. Nun, die Idee war es, dass man, wenn ich noch eine zurückgehe, dass man das hier, den letzten Faktor mit einem Antikörper hemmt. Und dazu ist das Eculizumab entwickelt worden. Es ist in einer Studie getestet worden, wo Patienten entweder Placebo oder das Eculizumab bekommen haben. Und das Ganze ist dann sozusagen muss erstmal eindosiert werden. Und die Studie hat dann irgendwann mal alles in allem circa 5,5 Jahre gedauert. Aber die ersten Ergebnisse, zumindest über die 204, 211 Wochen, die können Sie hier anhand der Ergebnisse sehen. Blau, das sind die Patienten, die Eculizumab bekommen haben. Und das ist der Anteil der Patienten, die schubfrei sind. Und Sie sehen, dass der Anteil über 90% die ganze Zeit bleibt, mit 96,4% hier in Woche 144 der letzte Wert. Und die Placebo-Patienten, deren Anteil schubfrei zu sein, der sinkt deutlich ab. Und sodass Sie zwischen Placebo und Eculizumab doch einen deutlichen Unterschied haben. Das Ganze wurde auch als Monotherapie gemacht, denn damals galt sozusagen die Devise, dass man Eculizumab oder die Placebo-Gruppe durchaus mit einem Immunsuppressivum noch fortführen kann. Und wenn man das nur mit Mono, also ohne Immunsuppressivum gemacht hat, dann haben sie hier 100% versus 20,2%. Bitte bedenken Sie, dass die Teilnehmerzahlen dann auch relativ niedrig sind. Deshalb haben Sie da vielleicht auch solche größeren Unterschiede. Aber immerhin bestätigt oder sieht man hier auch einen klaren Effekt. Der einzige Nachteil, was eigentlich aber kein großes Problem darstellt, ist, dass man hier und in Anlehnung an Herrn Zochias Thema, man muss die Patienten vorher gegen Meningokokken impfen. Das ist ganz wichtig, weil sozusagen die Blockierung des Komplementfaktor 5 halt mit gefährlichen Meningokokkeninfektionen oder Hirnhautentzündungen verbunden sein kann. Und die Patienten müssen 2 Wochen vor der Verabreichung geimpft werden. Da hat man bestimmte Stämme, gegen die geimpft werden muss. Hier sind die dargestellt, ACY wie 145
35. Gegen die muss nur einmal geimpft werden, gegen den Stamm B muss einmal und einen Monat später auch eine weitere Impfung erfolgen. Aber wenn man die Patienten einmal geimpft hat, dann hat man die Möglichkeit, mit der Therapie sofort anzufangen. Was war bei dieser Therapie sehr tricky? Das, was uns am meisten beschäftigt hat, waren überhaupt gar keine Nebenwirkungen, denn das wurde sehr gut vertragen von den Patienten. Es war alles möglich. Das Immunsystem war ja nicht besonders kompromittiert. Impfungen waren jederzeit möglich unter dieser Therapie. Aber die Patienten haben gelitten unter der zweiwöchigen Infusion. Und das war etwas, was damals auch technisch bedingt war, weil die Antikörper halt eben relativ schnell abgebaut wurden und deshalb alle 2 Wochen appliziert werden mussten. Das war natürlich halt der Urlaubskiller damals für viele Patienten, wobei das Unternehmen vielen Patienten auch am Urlaubsort die Infusionen auch ermöglicht hat. Mittlerweile hat aber dasselbe Unternehmen den Antikörper weiterentwickelt. Und zwar sind die Enden weiterentwickelt worden. Sie müssen wissen, wenn so ein Antikörper abgebaut wird, der gelangt in eine Zelle und dann ist da so eine kleine Blase. Und in dieser Blase gibt es so Bindungsstellen für die Antikörper. Und wenn die dort nicht gut binden, dann werden sie degradiert und vernichtet. Wenn die aber sehr gut binden, dann gelangen sie wieder in die Zirkulation und werden nicht vorzeitig abgebaut. Und genau diese Eigenschaft hat man sich zunutze gemacht, indem man die Bindung gebessert hat und die Patienten sich nicht mehr 2, sondern 8 Wochen, alle 8 Wochen die Infusion haben geben lassen. Das ist natürlich ein unheimlicher Lebenskomfort, der durch diese Therapie gewonnen wurde oder durch dieses Intervall gewonnen wurde. Die Ergebnisse mit der neuen Substanz Ravulizumab waren genauso gut. In der Studie gab es keinen Patienten, der irgendwie einen Schub unter der Therapie erlitten hat. Während in der Placebo-Gruppe sehen Sie, dass das halt eben über die Zeit bis fast zur Hälfte absinkt. Eine andere Neuentwicklung, auch sehr spannend, die sollte etwa 2 Jahre später folgen, am 24.06.2021 zugelassen, das Satralizumab. Das Satralizumab ist ein bisschen komplizierter und zwar visiert es ein Botenstoff namens Interleukin 6 an. Dieses Interleukin 6 taucht in vielen Bereichen des Immunsystems auf, aber eine Stelle ist ganz besonders, und zwar bei den B-Zellen. Es lässt die B-Zellen zu sogenannten Plasmablasten differenzieren. Das klingt so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber diese Plasmablasten sind es, die auch diese Antikörper gegen die Wasserporen bilden. Das heißt, wenn wir das hemmen oder abfangen, haben wir gute Karten, dass weniger Antikörper produziert werden. Und genau das geschieht auch mit dem Antikörper. Satralizumab bindet sozusagen an den Interleukin-6-Rezeptor. Sei es in gebundener Form oder in löslicher Form und neutralisiert damit den Interleukin-6-Effekt. Das heißt, Interleukin-6 kann nicht mehr an seinen eigenen Rezeptor binden, weder direkt am Rezeptor noch wenn es löslich ist. Mittlerweile gibt es auch andere Konzepte, direkt an Interleukin-6 zu binden, aber das erzähle ich Ihnen ein andermal. Satralizumab ist eine wirksame Substanz. Sie wurde in 2 Studien getestet. Die Namen sind sehr spannend, Sakura Sky und Sakura Star. Sie müssen sich merken, dass Sky im Prinzip eine Studie ist, in der die Patienten Immunsuppressiva noch zusätzlich einnehmen durften.
Und STAR ist nur Monotherapie. Das heißt, da haben sie wirklich Satralizumab gegen Placebo. Und bei Sky haben sie Satralizumab plus Immunsuppressivum oder Placebo plus Immunsuppressivum. Einige dieser alten Medikamente hatte ich Ihnen ja schon sozusagen als Ära vor diesen Medikamenten vorgestellt. Nun, die Ergebnisse dieser Studie ist auch sehr interessant. Das ist die Sky, also die Kombination mit Immunsuppressiva. Hier sehen Sie die Behandlungsgruppe mit Satralizumab. Hier sehen Sie, dass der Anteil der Patienten, die Schübe erleiden, durchaus etwas sinkt, aber Placebo plus Immunsuppressivum sinkt deutlich stärker ab und so dass man am Ende, und zwar so in etwa bei Woche 144, von einer Risikoreduktion um 62% sprechen kann. Und wenn man sich die Monotherapie anguckt, so wiederholt sich das Ganze. Es sind zwar keine 62, aber mit 55% Risikoreduktion immer noch ein deutlicher Unterschied, ob man behandelt wird oder nicht behandelt. Dann kam am 23.05.22, also es ist wirklich eine sehr aufregende Zeit, fast jedes Jahr eine neue Therapie. Inebilizumab auf den Markt. Zu Inebilizumab müssen Sie wissen, dass, und das ist überhaupt die Geschichte zur Entwicklung von monoklonalen Antikörpern. Ron Levy, das war ein Wissenschaftler in der Stanford-Universität, der hatte damals Antikörper gegen Tumoroberflächen oder Tumore entwickelt. Und hat dann immer sehr individuell für jeden Patienten einen Antikörper geschaffen und hat zum Teil wirklich mit großem Erfolg auch diese Patienten behandelt. Einige der Patienten sind sogar über 100 Jahre alt geworden. Das Problem an der ganzen Geschichte war, das war nicht massentauglich. Das konnte man natürlich für eine gewisse kleinere Anzahl an Patienten mit diesem Aufwand betreiben, aber nicht für nicht um die ganze Welt damit einzudecken. Und daraufhin hatte er einen Antikörper entwickelt, den er damals C2B8 nannte. Und dieses C2B8 band an B1. Nun, ich übersetze Ihnen das Ganze. Das, was Sie hier als B1 sehen, das nennt sich CD20. Und CD20 befindet sich auf B-Zellen. Es ist ein B-Zellmarker. Und die Substanz C2B8 ist das Rituximab, das erste, oder der erste Antikörper gegen B-Zellen, der sozusagen gegen CD20 gerichtet ist. Mittlerweile wird der Markt sowohl für die, also für die MS vor allem, mit B-Zell-Therapien überschwemmt. Der erste im Bunde am 12.01.2018 war das Ocrelizumab. Am 30.03.2021 sollte das Ofatumumab kommen. Und seit dem 31.05.2023 gibt es auch das Ublituximab, was seit März dieses Jahres auch offiziell auf dem Markt verfügbar ist. Rituximab ist schon etwas älter. Und dann gibt es noch, was in der Onkologie benutzt wird, das Ubinutuzumab. Und mehr an B-Zell-Therapien gab es nicht. Mit Ausnahme jetzt von Inebilizumab. Nur der Unterschied zwischen Inebilizumab und diesen Medikamenten ist, das hier ist CD19, das ist CD20 und das ist CD19. Hier sehen Sie eine Entwicklungslinie von B-Zellen. Das ist so wie wir im Leben. Wir kommen als Kleinkinder, als neugeborene Kleinkinder und entwickeln uns irgendwann mal zum Erwachsenen und dann bis zum Greis. Und wenn wir gegen CD20 unseren Antikörper richten, dann erwischen wir ein bisschen von den Kindern und das Ganze geht sozusagen bis kurz vor den Greisen, hört es dann auf. Bei den Plasmablasten ist der Effekt also nicht so deutlich, aber wenn wir CD19 stattdessen anvisieren, dann sehen Sie, gehen wir viel stärker in die Vorläuferzellbereich und viel stärker fast bis zum Plasmazellbereich und erfassen damit auch die
Zellen, die Antikörper produzieren. Das ist auch die Grundlage, warum Inebilizumab funktioniert. Inebilizumab reduziert also den Antikörper gegen die Wasserpure. Und auch hier gab es eine Studie, eine Phase-3-Studie, wo gegen Placebo verglichen wurde. Und auch da, das ist die 197. Der 197. Tag. Und hier sehen Sie, das sind die mit Inebilizumab behandelten Patienten. Da haben Sie fast 90% Schubfreiheit. Und die Patienten, die kein Inebilizumab bekommen haben, sondern nur Placebo, die enden bei knapp 57%. Und ausgerechnet nach so einem gewissen Risiko ist das eine Risikoreduktion um etwas mehr als 77%. Also auch eine relativ gute Wirksamkeit. Nun, ich möchte ein Fazit ziehen. Wir sprechen hier von einer wirklich sehr seltenen Erkrankung. Wir haben eine Prävalenz von 2 bis 4. Sie müssten bedenken, die MS bewegt sich auf eine Prävalenz auf 300. Damit ist gemeint, der Bestand an Erkrankten pro 100.000 Einwohnern, also 300 versus 2 bis 4. Also eine sehr seltene Erkrankung. Und die Inzidenz, also das Neuauftreten dieser Erkrankung, die Zahl variiert, liegt bei 0,4 Patienten pro 100.000 Einwohner, während wir bei der MS je nach Geschlecht uns zwischen 7 und 12 Patienten pro 100.000 Einwohner bewegen. Und das ist sehr bemerkenswert, dass man für eine so seltene Erkrankung mittlerweile 3 Substanzen, ich würde das Eculizumab mittlerweile ausklammern, weil das Ravulizumab mittlerweile überwiegt, und dass wir 3 wirklich sehr effektive Substanzen haben. Und da hat sich sozusagen seit 2019 bis zum heutigen Zeitpunkt eine Revolution vollzogen. Und da sieht man auch, wie weit wir auch mit antikörperbasierenden Therapien in der Behandlung von Erkrankungen vorwärts gekommen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.